Ekapada Pitcha Mayurasana ist die einbeinige Pfauenfeder, auch einbeiniger Skorpion genannt. Kindra zeigt, wie es geht. Ausgangsposition, Fersensitz. Von hier gibt die Unterarme auf den Boden, Ellbogen schulterbreit auf dem Boden und die Ellbogen schulterbreit auseinander und die Handflächen auf dem Boden und entweder die Hände auseinander oder die Daumen berühren sich. Schaue auf den Punkt zwischen den Daumen und strecke dann die Beine aus. Und so bist du zunächst in Adho Mukha Makarasana. Wandere dann mit den Füßen so nah wie möglich zu den Ellbogen, wie du kannst. Komme auf die Zehenspitzen und hebe jetzt ein Bein nach oben hoch. Das ist dann entweder Ekapada Vrishchikasana oder eben auch genannt Ekapada Pitchamayurasana, die Pfauenfeder. Pitchamayurasana ist übrigens die Pfauenfeder, wo die Beine geschlossen oben sind, und Pinchamayurasana wäre der gefiederte Pfau, wo du aus dem Pfau die Beine hebst und seitlich auseinanderbringst. Ekapada Pitchamayurasana ist eine gute Vorübung für den ganzen Skorpion bzw. die volle Pfauenfeder. Wenn du wissen willst, wie der Skorpion richtig aussieht, dann gehe auf unsere Internetseite oder die Yoga Vidya App yoga-vidya.de und gib ein Pfauenfeder oder Pfau oder Skorpion. Und wenn dir es jetzt gefallen hat, dann klicke schnell auf Daumen hoch oder gefällt mir und teile die Sendung mit anderen.